Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu Uncharted 3 Drake's Deception. Ja, wir machen heute weiter mit dem nächsten Kapitel, Ertrinken oder Schwimmen. Das ist mittlerweile schon Kapitel 15 und dementsprechend sind wir schon richtig weit. Allerdings, das Besondere an diesem Ganzen ist natürlich Folgendes. Wir spielen das Ganze auf dem richtig extrem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Und das macht das Ganze hier echt herausfordernd. Holy shit. Warum ist denn der jetzt gestorben? Ach so, wegen dem Wasser, ne? Ne, wegen dem. Ja, und den habe ich nicht gesehen. Ach, den habe ich nicht gesehen, den Idioten. Ich habe keine Munition mehr. Wir sinken, falls ihr es noch nicht merkt. Okay. Okay. Oh nee. Wo kam denn der jetzt her? Ah, oh, Mann. Ernsthaft? Also ich muss die Granate aufheben für diesen blöden dämlichen Schildträger. Okay, das dauert. Das dauert. Wow.
Ja. Ach Mann, ey, dieser blöde Schildträger. Mit dem Typen hat man ja schon. Probleme damals gehabt. Wir sinken, falls ihr es noch nicht merkt! Mensch, geh doch mal weg. Ah, oh, ich dachte schon. Ich muss hier raus. Ich dachte schon, das wird eine Endlosschleife oder ich würde jetzt sterben, aber Gott sei Dank hat war das Wasser diesmal auf unserer Seite. Nach wie vielen Minuten haben wir es jetzt geschafft? Den ersten Teil? 7 Minuten. Also 7 Minuten 55 Sekunden. Geht eigentlich. Eigentlich haben wir es jetzt eigentlich schon geschafft. Aber man sollte, wie gesagt, Uncharted, auch vor allen Dingen auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht unterschätzen. Und war vom Arsch. Ach Mann, das schöne Schiff sinkt. Los. Ich tot. Geschafft. Holy shit. Ach Mann, warum muss das? Oh nein, oh nein, Wassermarsch! Nee, los, springt! Ah oh, nee, nee, ich mag kein Wasser, oder? Und da auch noch. Überall Wasser. Da müssen wir nach oben. Die Tür war zwar offen, aber das bringt uns nichts. Außer, dass wir vielleicht in den Raum kommen. Zack. Sehr schön. Eine alte Lampe. Braucht jemand eine Lampe? Nee, na. Wir müssen einfach mal vom Schiff runter. Ja, wo ist oben? Dort, wo kein Wasser ist. Sag ich mal. Nein, auf dem Schrank drauf.
Ja, geht doch. Tür auf. Nein! So sollte man das nicht machen. Mensch, was macht denn der? Oh, Mensch, ihr denkt jetzt bestimmt, ich mache das mit Absicht. Das mache ich nicht mit Absicht. So. Also das Kapitel 14 war echt eine Qual, ne? War echt schwer. Aber das hier ging. Wir sind zwar auch ein paar Mal gestorben, aber es ging. Guck mal, hier ist der Raum, wo wir gegen die ganzen Leute kämpfen mussten. Achso, wir müssen die andere Seite. So, gehen wir mal in den Fahrstuhl, ja? Hoffentlich hält der Fahrstuhl das aus. Ein Fahrstuhl auf dem Schiff. Ist auch nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Bitte nicht. Oh, wie viel Pech muss man haben? Also, wie viel Pech muss man haben? Schaut euch mal das Bild an. Ziemlich als Thumbnail. Cool. Einfach nur episch. Ich glaube, ertrinken soll ja auch richtig scheiße sein, ne? Okay. Möchte bitte alles liegen? Ja, natürlich fliegen wir runter. Och, Mensch. Ui, ui, ui. Glück gehabt. Ja, kommt euch der Raum hier bekannt vor? Der Raum stand nur andersrum. Also, wir haben uns, wenn ich mich richtig entsinne, da drüben versteckt immer. Da drüben haben wir uns immer versteckt. Na gut, dann würde ich sagen, warte mal, Munition einsammeln, Munition. Ich habe heute ein Video gesehen. Da hat einer den ersten Teil eingeschätzt, wie er den ersten Teil findet. Und er hat da nicht so. Ich erzähle es im nächsten Part. Helmut! Lars! Was hat er jetzt gesagt? Kann jemand Was zur Arabisch? Hölle, Habibi? Habibi heißt doch, glaube ich, mein Freund, oder? Ganz knapp. Also, das ist auch so eine Szene, wo man mehr Glück braucht als alles andere. Tot. Das Wasser darf uns nicht erwischen. Das heißt, wir müssen einfach immer immer springen. Und das ist ein bisschen blöd von der Spielmechanik. Naja, man sieht ja dann auch irgendwann nichts mehr. Weil die Kamerafahrt so scheiße ist. Eigentlich müsste es reichen, wenn man ganz normal, ne? Wenn man ganz normal läuft. Eigentlich müsste das gehen. Nein! Wir hätten es doch fast geschafft. Ja, man kann einfach nur laufen. Mann, das ist schwerer als die erste Szene in dem Kapitel. So, geschafft. Alter. Jetzt kommt da auch noch Wasser. Alles klar. Mann über Bord.
Oh Mann. Angespielt. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow, 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 wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Siehe erster Teil, ne? Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein, 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 nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon, okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Wir sind da. Hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Bei Uncharted ist es sehr unwahrscheinlich, dass man eine Waffe nicht braucht. Gut, Kapitel 16 machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn euch auch die anderen Projekte gefallen sollten. Könnt ihr auch ein Abo dalassen, ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.